Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, World of Warcraft, Shadowlands, wir lieben sie ja, Komori. Und Simone. Genau, und Simone. So, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwo da hochkommen. Ich will, hier. Ach, hast du gefunden, wohin? Ich glaube ja. Schreit mir erstmal wieder ins Ohr. Aschekrieche. Ich habe kein Ziel. Sagen es kein Arschkriecher ist. Ich glaube, die haben einfach nur ein E zu viel gemacht. Wo ist denn das? Noch weiter oben? Sicher? Das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig weit oben irgendwie. Kommt man da vielleicht hier über Jump'n'Run-mäßig rüber? Porten vielleicht? Warte mal. Weil das wird halt richtig, das ist immer nach oben angezeigt, ne? Ich glaube eher, da kommt man erst dran, wenn man da noch ein bisschen weiter oben gewesen ist. Ich guck mal einfach mal hier drumherum jetzt gerade. Jetzt bin ich eh hier oben. Genau, ich geh mal mit. Nein, hier ist Ende Gelände. Ja, das dachte ich mir. Jetzt tief nach unten, nur nach unten. Kann man hier hochlaufen? Ich habe so das Gefühl, dass man vielleicht die ganze Zeit über warten muss und sich dann überall hinporten muss. Das kann auch möglich sein. Jetzt, Vieh, bleib doch mal da stehe. Ich glaube, das ist auf diesem Vorsprung da oben drauf. Mhm. Wie heißt denn das? Steingeborenen-Säckchen. Da ist super. Seinen Sack vergessen. Nee, so weit hoch komme ich nicht. Ja, vielleicht stufenweise, aua. Ach, verdammt! Hast du ihn jetzt schon wieder gemacht? Ich hab's aus Versehen benutzt. Hallo! Muss ich vielleicht hier hoch? Schnauf. Hä? Ich hab nichts geschnauft. Ich hab grad nur mal einen gehört. Nö, das kam aber nicht von mir. Oh, vielleicht kenne ich mich ja von hier aus. Ich atme nicht. Oh, nicht? Okay. Nein, ich atme nicht. Ich bin atemlos. Durch die Nacht? Ja. Oh, man hätte hier einfach mal Reittier drüber springen können. Über diese Kluft. Hi. Hi, ich sehe dir. Ich teste was. Teste mal. Vorausgesetzt, die Zeit klimmt langsam mal ab. Ich habe noch eine Minute. Vielleicht kannst du dich oben an die Hauswand, in die Hauswand reinporten. Ich bin wieder runtergerutscht. Ja, wieder runtergerutscht. War blöd. Das war nicht so schön, ja. Kann man sich hier irgendwo oben drauf stellen? Nein, ich werde mein Eindringen nicht bereuen. Lass mich in Ruhe. Ich suche einen Weg. Au. Oh, da geht's. Hier geht's auch noch nach oben. Vielleicht müssen wir einfach nur ein Stöckle weiter hoch. Aua, spuckt mich doch nicht immer alle voll. Ich bin doch brav. Geht's da innen, von innen da oben oder was? Ja, von dem, wo die Viecher oben sitzen, da geht's noch einen Stock weiter hoch. Vielleicht kann man da dann irgendwie überspringen oder so, weißt du? Vielleicht funktioniert das dann. Ich probiere es noch einmal. Wenn nicht, lass es. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es da nicht funktioniert, dann lass ich es gut sein. Was ist das? Großarkanist Dimitri. Der Dimitri, hat der irgendwas Interessantes? Ein Dolch. Wow. Ganz toll. Oh, da kommt doch tatsächlich Luft. Entschuldigung. Alter, ist gut jetzt. Jetzt muss ich noch mal einen Moment warten, da bin ich ganz oben. Ein Jahr später. Ja, Entschuldigung. Es geht ja hier um den Schatz. Ja, ein Schatz, den man irgendwann in 3 Monaten auch per Flugtier holen kann. Ja, aber erst in 3 Monaten dann, ja? Und nicht heute. Solche Dinge sind übrigens der Grund, warum ich gerne fliegen würde. Da könnte man sowas nämlich viel einfacher kriegen.
Am Ende bin ich hier ohne, sowieso. Ohne, dass man hier mit Goblin-Gleiter-Bausätzen etc. hinübergleitet. Goblin-Gleiter-Bausätzen? Was? Ja, das ist sowas, das ist sowas ähnliches wie die Flügel vom Dämonenjäger. Okay. Da hast du dann halt auch für alle anderen Klassen kannst du das herstellen oder kaufen. Als Ingenieur übrigens kannst du es herstellen und dann hast du, dann springst du, aktivierst das und dann hast du sowas wie diese Dämonenjägerflügel einfach. Ah, okay. Bin oben! Yay! Und hier oben ist ein kleiner Paketschnapper. Und was ist drin? Keine Ahnung, ich kämpf grad noch. Ach so. Ja, ich würde jetzt wieder eine Weile brauchen, bis ich oben bin. Bis dahin hast du mit Sicherheit das Viech gekillt. Yep. Und was ist? Lohnt es sich? Weiß ich nicht, ich muss hier noch töten. Du weißt, dass ich ein bisschen länger brauche als du. Jo. Na? Wow. Yay. Hat sich voll gelohnt. Wow. Mega. Ich kann mich kaum voller beherrschen. Schatz. Ja, ich kann mich kaum beherrschen. Voller Schatz. Das ist tot. Oh, tatsächlich. Was, Innervus? Ach, du bist jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Ja. Lauf die Straße entlang. Geh zur Straße runter. Und dann lauf die Straße entlang und die nächste dann rechts rein. Und da kommst du eigentlich direkt hier raus. Ja, lauf doch auch, du. Hans wascht. Blöde Seele. Na, so weit ist es gar nicht. Es ist ja nur... Ja, Gott sei Dank. Auch wenn ich trotzdem finde, dass die Friedhöfe hier etwas spärlich gesetzt sind. Ja. Und teilweise etwas ungünstig. Ja. Aber immerhin gibt es mehr als früher, ne? Wo es pro Gebiet nur einen einzigen Friedhof Hui. Gab. Und meistens auch nur einen einzigen Flugpunkt. Oh, das war immer sehr anstrengend. Ich sehe dir auf der Karte. Wird angegriffen. Ich eile. Hallo, und bring doch was mit. Schön. Ne? Geil, oder? Ja. Und da ist noch was. Yay. Das tut sogar weh. Au, 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 au. So. Zum Glück geht's meinem Fuß gut. Dein Fuß. Ja, ich bin auch umgeknickt beim Treppenfall. Ich weiß, ich weiß. So. Es ist so lange her, seit ich einem lebendigen Denatrius mag die Spieler, nicht aufgestellt haben. Aber es ist seine Schuld, dass ich hier bin. Wer sein Misstrauen erregt, wird hierher geschickt, um zu leiden. Sogar einst treue Dienerinnen wie ich. Oh. Jo. Der Hof der Ernter ist euch gegenüber jetzt freundlich gesinnt. Dankeschön. Hab ich schon. Die Gründe, weshalb man uns hierher verbannt hat, ist unterschiedlich. Aber unser Ziel bei der Ankunft ist dasselbe. Wir wollen vermeiden, zu Asche zu werden. Die Verhüllten kontrollieren die vor dem Licht beschützten Bereiche. Wer unbefugt in ihre Hochburg eindringt, wird dafür büßen. Unser Fleisch schlägt Blasen und verbrennt und doch sterben wir nicht. Stattdessen wird unser Geist durch den Schmerz in die Tiefen des Wahnsinns hinabgezogen. Ich behaupte nicht, die Verbrechen derjenigen zu kennen, die im Licht gefangen sind, aber ich weiß, dass dies nicht der Schlund ist. Es steht uns nicht zu bestrafen. Befreit die anderen, so wie ihr mich befreit habt. Möget ihr noch höher noch einer? Steigen? Noch einer? Ist das hier wirklich das, was aus den Verbannten wird? Ich glaube, ich habe vorher Verbrannten gesagt, ne? Ja. Sie werden hier zurückgelassen, um zu Asche zu verbrennen. Wie konnte der Meister sowas zulassen? Das ist grausam, wenn nicht sogar herzlos. Kein Ventur würde so weiterleben wollen. Ihr müsst ihrem Leiden ein Ende setzen. Tötet 10 Verheerer, ja. Wie immer halt. Ich gehe oben lang.
Ich gehe hier unten. Ich sterb hier oben alleine. Ich sterb nicht, vorher stirbt mein Gaul. Der opfert sich für manchmal mich. Hätte ich als Druidin auch ein Pet. Du hast deine doofen Bäume. Die ich mir alle paar Minuten nur rufen kann. Na, immerhin. Besser als gar nicht. Und ich brauche 5 Jahre, bis ich ein Vieh getötet habe. Tja. Ich hab dir gesagt, versuch's mal mit Bär oder Katze. Die haben eher Power. Aber ich bin so ungern Nahkämpfer. Ich bin mittlerweile tatsächlich lieber Nahkämpfer als Fernkämpfer. Ich bin lieber Fernkämpfer als Nahkämpfer. War ich früher auch lieber. Bombe auf mit Maul. Ich glaube, der einzige wirkliche Nahkämpfer, den ich noch nutze, ist wirklich mein... Ein Dämonenjäger. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch meinen Noladin. Hm, stimmt, da war was. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Geringfügig am Sterben. Ach Gott, du hast so 83%, was willst du denn? Ich habe mich auch gerade geheilt. Ach so, ich habe das gerade nicht gesehen. Ich habe mich gerade geheilt, sonst wäre ich jetzt tot. Ich komme mal zu Hilfe, damit du mir nicht wegstirbst, du arme Sau. Zu Ende. Ja. Oh Mann. War ich ein bisschen schneller als du? Niemand ja. Kommt den nicht. Das tut mir aber leid. Niemand den kommt den nicht. Niemand entkommt. Ich will dem ja auch gar nicht entkommen. Ich lauf ja mal mitten rein. Ich bin ein Lichtgänger. Ah, du bist ein Lichtgeschmiedeter. Ja. Also, ne? Ich bin im Licht geschmiedet. Ich bin das Licht. Die Finsternis kommt zu mir. Die Finsternis. Die Finsternis kommt zu mich. Kommt zu mir. Ich glaube, ich könnte bessere Sterbgeräusche von mir geben als die, die das hier machen. Ja, die sterben immer so gespielt, theatralisch. Ja, wie die Maske. Oder bei Bioshock, wo dieses eine Sterbesempel irgendwie 30 Sekunden gedauert hat. So, ich bin glücklich. Wenn ich schon 300 Jahre tot am Boden liegen. Ich brauche ein Ziel. Und dann denkst du so, ja, laber doch nicht noch 5 Stunden, wenn du doch zu glücklich ja, bist. Jetzt sterb halt auch endlich mal. Ja, ne? Schlimmer ist ja, wenn du so nicht looten kannst, solange sie nicht endgültig tot sind. Ja, wenn du da warten musst, bis sie endlich mal ihre Theatralik überwunden haben. Ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Weißt du, wenn man da steht, soll ich dir nochmal nachhelfen? Nochmal draufklatschen. So, da hinten haben wir noch einen. 2. Ja, ich sehe da gerade nur einen. Ja, auf der anderen Seite ist noch einer. Ja, dann mach du die andere Seite. Ich mach jetzt den hier schnell. Ja. 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 Okay. Ja. Ich sag halt einfach okay. Ja. Oder hinten, wo du bist, ist ein Herz. Ja, und das ist kein Scherz. Ich hab dir gesagt, nimm das andere. Und das ist aber kein Scherz. Erzählein. Oh. Nein, nicht hauen, wenn ich gerade Erz abbaue. Und der nächste kommt. Und ich will mein Erz. Sterb doch endlich. Wuhu! Gezählt! Das habe ich schon lange hinter mir. Und zwar für beide Berufe. Ja, schön für dich. Ich halt nicht. Ich habe hier irgendwann nicht mehr gefarmt, damit ich nicht weiter steige. Und danach habe ich irgendwie nicht die Gelegenheit mehr gehabt, irgendwie was zu farmen.
Ja, ich habe dir immer gesagt, du brauchst nicht aufhören. Irgendwann sind wir 60. Ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde früher bist oder nicht. Nein, ich hatte irgendwann waren die blöden Dinger so am blöd bei irgendwelchen Monstern, dass es dann nur noch doof war. Hier ist noch wieder Erz. Warte mal ganz kurz. Da kann jetzt eigentlich nichts kommen. Doch, da unten, aber das ja, die sind so weit weg. So weit können die jetzt auch nicht sehen. Da, Lauren. Was verschafft mir das? Laurent. Laurent. Ich hatte geglaubt, unseren Grafen zu kennen, aber jeder, der seinen Untergebenen sowas antut, ist nicht würdig, dass man ihm folgt. Genau. Achso, genau. Ich muss noch was auswählen. Aha. Handgelenk, das tat alles nichts. Nö. 62. Ah, das andere, das Schlummerholzband ist etwas besser. Ist nicht besser, sondern kann eigentlich ausgetauscht werden. Oh, ich habe schon wieder Stoff. Oh, und ich habe einen Rücken. Ich habe Rücken. Ich habe auch einen Rücken. Einen Rücken, den ich noch nicht angezogen hatte. Ah, nee, das ist kein Ding, das ist Stöffchen. Ah, das ist Leder. Leder kann ich anziehen, stimmt ja. Ja. Ich habe ja auch noch zwei Ledersachen. Leder. Benutzstellt im Verlauf, bla bla bla, okay. Ihr habt sie befreit, ja? Dann hoffen wir, dass sie dort etwas Zuflucht gefunden haben, wo das Licht nicht hinscheint. Küss mich da, wo das Licht nicht hinscheint. Ja. So, Laurents Vorhaben ist ehrgeizig. Spiegel sind am zuverlässigsten, wenn es um nahe Ziele geht. Eine Reise zum Refugium erfordert viel Macht. Mehr als er oder ich haben. Die Verhüllten haben Anima-Vorräte in ihrem Lager. Der Spiegel sollte mit genug davon ausreichend stabil sein, um uns ans Ziel zu bringen. Sammelt Anima in der verhüllten Zuflucht. Für den Meister. Und ich wünsche mir mehr denn je, von diesem Ort zu entkommen. Aber ich kann nicht zurückgehen und dem Meister dienen. Nicht, nachdem ich gesehen habe, was hier geschieht. Simone und ich sind uns da einig. Mit eurer Hilfe werde ich einen Spiegel herstellen, der eine Verbindung zu einer vom Prinzen kontrollierten Zuflucht herstellt. Wir werden diesen Ort verlassen und Renatal unserer Unterstützung versichern. Doch zuerst brauche ich Glasfragmente. Schon wieder. Die Verhüllten scheinen reichlich davon zu besitzen. Und je weniger sie haben, um damit Fallen zu bauen, desto besser. Bis zum nächsten Mal. Okay. Moment. 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 Ah, mal wieder verkaufen. Ja. So viel Zeug habe ich eigentlich gar nicht. Nutz wird im was Gegner gerichtet. Ah, okay. Da, 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 da. Ich habe immer noch die Hufen von dem Vieh. Was, die Hufen von dem Vieh? Ja. Was für Hufe? Die vier Hufe von dem Pferd. Das sind Hufeisen. Ja, eben Hufeisen. Gar Hufe. Ich hab Hufeisen. Ja, ich sage ja, da müssen wir ja noch woanders Zeug suchen. Mhm. Zum Beispiel in Westfall und so. In Westfall? Mhm. Yay. Also in den alten Gebieten. Mhm. Ah, toll. Ja, da brauchen müssen wir irgendwie Heu oder Stroh oder Hafer oder irgendwas müssen wir da sammeln. Okay. Ich schau dir auf die Augen, das wirst du mir nicht glauben. Nee, das wirst du mir nicht glauben. Spuhigelfragment. Spuhitzacke? Spuhitzacke. Spuhitzacke. Ich geh kaputt. Spiegel! Euer wahres Ende steht bevor. Ich brauche ein Ziel. Sei froh, dass ich das eine Thumbnail, was ich erst im Kopf hatte, nicht gemacht habe. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte dich getötet. Ich kann mir nicht vorstellen, was du vorhattest. Ich wollte überall Orochimarus hinsetzen. In den Folgenleim, überall ist Orochimaru. Ich stimme verfügbar. Überall Orochimaru. Überall. Das ist so schrecklich. Und das Schlimmste ist, die Stimme passt auch noch total. Ja, es passt sogar hierher. Ja. Ja, weil er halt auch so einen geilen, arroganten Unterton halt zustande bringt, weißt du? Eben. Das passt halt einfach. Es passt halt auch zu Orochimaru, ne? Ja. Das ist so schrecklich. Und du magst halt diesen Charakter einfach ganz und gar nicht.
Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass ich diese Stimme halt eben mit Orochimaru verbinde, weil es eigentlich der einzige Charakter ist, wo ich diese Stimme herkenne. Ich wüsste auch das keinen anderen Charakter. Oder? Ich hab die Stimme schon öfters mal gehört. Ja, das war halt der erste Charakter, wo ich halt gehört habe mit dieser Stimme. Und das frisst sich halt so rein. Genauso wie halt auch Yami Bakura der erste ist mit dieser Stimme. Und das ist halt auch so hängen geblieben. Ja, und die würde hier zum Beispiel überhaupt nicht reinpassen. Nee, das würde gar nicht passen. Also so ein super fiesen Fieseln. Nee, aber so arrogant, das passt gar nicht. Das passt nicht. Nee, aber so ein, wie gesagt, ein mega fiesen Fiesling würde es halt passen. Ja, da würde es passen, aber so zu Arroganz oder so passt das eher weniger. Und die brodeln ja geradezu davon. Ja. Deswegen passt halt Orochimaru. Nicht getötet, das haben wir getan. Wie sammeln wir jetzt eigentlich das Anima? Sonst. Indem wir, dass wir die Leute killen, nee. Keine Ahnung. Dann hätten wir, glaube ich, schon mehr. Es sei denn, wir kriegen immer nur 1%. Du musst so Laterne sammeln, klatschen. So wie die da hinten? Ich sag mal ja, weil ich nicht weiß, welche du meinst. Da hinten steht so eine Lampe oder Spiegel oder was. Nein, okay. Sieht aus wie eine richtige Laterne. Ah. Wie die widerstellt, so zum Beispiel, wieder, genau. Ne? Was voll steckt der Christoph? Hallo, Christoph, habe ich dich gefunden. Die aus, ja, ich sehe nochmal. Die Anna aus. Voll verfroren, ja. Such dich. Ja, genau. Die sucht dich schon ganz, ganz doll. Ja, ich glaube, der hat aber sehr lange hier verbracht. So hier ja, ich glaube auch. Der ist nicht mehr blondhaarig. Und jung auch nicht mehr. Und sein Elch ist auch nicht mehr da. Und er ist so blass. Gab es mal Raumfilm? Ja, aber nicht so wie eine Leiche. Also nee, das stimmt. Oder so grau oder irgendwas ist das ja auch nicht. Darf ich auch? Oh, ich darf auch. Ungültiges Ziel. Okay. Und jetzt hier irgendein Item finden, aufheben und ein Reittier kriegen. Das wäre geil. Das wäre. Guck, hier ist so eine, guck. Ich sehe hier. Ach, die da. Anima-Vorrat, ah. Da hätte ich noch einer. Ich sehe da keine. Da! Ah, hier, okay. Ja, jetzt schieß doch mal dein Bombe-Mädel. Was ist los mit dir? Das Ende sein! Das kann nicht das Ende sein. Das ist mir egal. Du Schwein. Ihr gehört nicht zu uns! Ich will auch gar nicht zu euch gehören! Ich auch nicht! Einer von uns! Oh, geringfügig tot fast. Ach, ich hab gerade schon wieder den Sack. Hallo! Ich will da hoch, da oben ist ein Rare-Mob. Ja, Mann, langsam. Du bist dran schild, dass ich hier zu Rare-Mobs will, ja? Ich eben schon immer, egal in welche Erweiterung, wenn ich irgendwo Rare-Mob sehe, hin da. Genau, hin da, klatschen. So. Klatschen da. Ja, das war schon immer so. Abgesehen davon, dass manche geile Beute zur Haustiere oder sowas drin haben, gibt es ja meistens auch fett EP. EP. Wenn man die killt. EP. EP. Ich glaube, der ist im Haus. Jetzt muss ich ja noch ins Haus. Oh, warte mal, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Was ist das? Erblümmscher. Ach, das ist ein Kraut. Erblümmscher. Kann man die Statue vielleicht mit umreißen? Ich bin zwischen denen seine Beine. Dann schnell wieder weg. Laterne, ich esse gerne Kerne. Ja. Ich esse gerne Zimtsterne. Oh, hallo, Zimtsterne. Oh. Das wäre jetzt geil, ne? Ja. So schön selbst gemacht. Ja. Von meiner Schwägerin.
Die sind so geil. Nur, wenn ich nur mal selber welche hinkriegen würde, aber bei mir wären die immer voll hart. Das ist voll scheiße. Bei ihr sind die so mega weich und so mega lecker. Nein, wenn wir nicht. Wir haben noch jetzt habe ich Orochimaru auch doppelt gehört. Versuche es zu überhören. Mich stört's ja nicht. Warte mal. Ach, 47k. Das ich muss erst etwas. Ich würde gerne mal vielleicht mich erst heilen. Gute Idee. Mir geht es gut. Ja. So, kann. Kann ich, ja. Bam. Jetzt hast du dreifach gehört. Ne? Nein, nur einmal. Zum Glück. Was? Was habt ihr getan? Ich habe kein Ziel. Oh, hallo! Sterbliche mischen sich in Dinge ein, die sie nicht verstehen können. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Überall ein. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Aber ich. Und da oben ist wieder so ein dickes, fettes. Zum Einsammeln. Dickes, fettes? Ja, so ein Laterne wieder, so eine Anima-Laterne. Ah, okay. Na. Einmal außen rum. Oh, au! Ja. Du Miststück! Da kommt die einfach von hinten. Von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, kann man so sagen. Und das hat echt weh. Yeah! Huch! Nein! Blut! Räuber saufen Blut! Ich muss zuerst etwas an. Raub und Bord und Überfall sind gut! Nein, natürlich nicht. Es tut gut. Ich habe kein Ziel. Tschüss. Endgültige Tod. Oh. Seelen ziehen der Spulitter. Ich habe einen Spiegel bekommen. Wow. Wow. Ich höre es nur tschusch, tschusch. Mein Haus wird. Oh, ich habe irgendwo eine Laterne gesehen. Im Augenwinkel. Hier. Oh, sogar zwei. Ich habe verstanden, mein Haus mit 7. Fertig. Juhu. Ich habe hier 2 fette Laternen gehabt. Ja, ich hätte hinten die eine. Mein Haus mit 7. Meins mit 8. Mein Haus wird bald volljährig. Wow. Ich brauche ein Ziel. Wow. Go, go, Gadget. Woo. Das andere sage ich nicht. Platsch. Hui. Autsch. Hui. Ich hab mir den Huf gebrochen. Hui. Klatsch erstmal gegen die Wand. Ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Er geht. Er gibt auf, er hat Angst. Habt ihr die Fragmente? Laurent untersucht sorgfältig die Fragmente, bevor er spricht. Ja, die sollten funktionieren, ich bin mir fast sicher. Und dann macht's Puff, weißt du? Mhm. Das wird lang genug. So. Ja, das wird reichen. Schamuck. Ihr findet allein hinaus. Lust auf Denatrius gestattet nicht, dass Spiegel im Glutdistrikt errichtet werden. Seine steinernen Diener zerschmettern alles, was auch nur glitzert. Ihr müsst sehr wachsam sein, während ich diesen Spiegel herstelle. Ich habe keinen Zweifel, dass die Diener des Meisters versuchen werden, uns aufzuhalten. Seid ihr breit? Nein. Ja. Wir sehen uns. Komm, ich bin immer breit. Ich bin nur noch breit. Nein, bin ich bereit. Ja, er läuft natürlich weiter und bleibt nicht stehen. Danke. Ich glaube auch weiter, bleibt nicht stehen, bitte. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wo sind sie jetzt hin? Ja, da hoch. Ach, halt. Da hinten. Meine Feder schreibt gerade was auf dem Pergament. Ja, das hat meine Freundin auch gemacht. Geil. Hallo. So, jetzt bin ich breit. Gut. Jetzt heißt es beschützen. Da kommt schon der Erste. Oh Gottchen. Ich habe kein Seid ihr Ziel. Gefährlich? Ich brauche ein Ziel. Seid ihr gefährlich?
Hui. Quatsch. Erstmal mit der Sense eine überziehen. Ja. Ich muss deine Füße zusammenvisieren. Der hat dich angeschossen. Noch etwas Zeit. Der hat dich angepufft. Ich habe kein Ziel. Hui, hui, hui. Yay, yay, yay. Ui, Entschuldigung. Batsch. Das ist etwas größer. Was fällt dir ein, meine Freundin zu bumsen? Der wollte mich halt flachlegen. Ja. Aber sowas von, ne? Ja. Fertig. Der Spiegel ist vollständig. Und das ging aber fix. Laurent, wir müssen hier weg, solange wir können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Steinlegion uns wieder angreift. Simone hat recht. Wir haben keine Zeit für leeres Geplauder. Zumindest nicht hier. Der Spiegel, den wir repariert haben, wird euch in Sicherheit bringen. Ach so, ich muss wählen. Entschuldigung. Ja, Moment. Benutzt kann auf einem verbinden. Kann ich sie... Wow. Ich nehme das Absurd-Schild. Bei mir schon. Na dann los. Ich verstehe, wenn ihr noch andere Dinge erledigen müsst. Oh. Aber bis zum nächsten Mal. Oh Gott, wir haben noch 2 Kapitel abzuschließen. Oh. Ach, jetzt einfach durch. Ah. Guten Tag. Oh, komm, wir können uns hier binden. Was, binden? Ja, Dingsen halt. Aber hier wäre es... Cool, hier wäre sogar das Dings. Aber wir haben immer noch voll Strecke abzugeben. Aufrüttelndes Aroma und gesucht Beschwörer Dings. Jupp, ich weiß. Wollen wir nochmal zurückgehen und das erstmal machen? Aber, guck mal auf Zeit. Achso, nächste Folge erst, ne? Wir müssen nächste Folge machen, ja. Also, okay, tschüss. Bis dann, tschüss.